Scheinbar ist es die leichteste Quest überhaupt, die wir bislang hatten, die Mönche dazu zu bewegen, an der Kapitelversammlung teilzunehmen, einfach dadurch, dass wir bei ihnen vorstellig werden und ihnen sagen, hey, kommt vorbei, gleich findet eine Kapitelversammlung statt. Aber es klappt nicht. Der vermaledeite Chor, der will einfach nicht anfangen zu singen, und wenn er nicht singt, dann können die Chormitglieder auch nicht in das Kapitelhaus und in die Kapitelversammlung kommen. Das heißt, die Lösung des Rätsels, wie wir die Leute dazu bringen können, die Mitmönche, dass sie zur Versammlung kommen, muss hier liegen. Muss hier liegen, in der Kathedrale selber. Ich habe es gehört, ganz sicher. Und bei diesem Chor. Wir müssen bei ihnen irgendwie eine Lösung finden. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Die hören die Geräusche. Die Geräusche mutmaßlich der Eule, die unten. Was war das? In der Gruft des heiligen Adolphus hin und her flattert. Jetzt wird gesungen. Oh, jetzt geht es plötzlich. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht. Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Da war gar nichts. Glaubt mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich hab's auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Action. Was für mutige Gottesmänner, die so leicht nicht ins Boxhorn zu jagen sind, weder vom Boxbeinigen noch von Eulen, schön wär's. Das sind ganz schöne mutlose Gesellen. Wie gut, dass Philipp sie einfangen konnte. Und jetzt sollte es uns eigentlich gelingen, das Kapitelhaus voll zu bekommen. Wir laufen rüber. Ich höre sie immer noch singen. Die müssen doch irgendwann ausgesungen haben. Müssen wir ihnen vielleicht extra nochmal die Einladung zur Kapitelsammlung auch feierlich überreichen? Wir machen das mal. Wir hatten es schon mal versucht. Bruder Andrew hat eine Versammlung einberufen. In Ordnung. Geh schon mal vor. Wir kommen ein paar Minuten nach. Endlich haben wir es geschafft. Ab in den Kreuzgang. Weiter zum Kapitelhaus. Dann kann die Versammlung stattfinden. Also quasi das Parlament der Priorei. Die demokratische Versammlung aller Mitglieder, die dann über die Geschicke der Priorei befinden werden. Erstaunlich, dass in einer solch hierarchisch organisierten Welt wie der ständischen Feudalgesellschaft des Mittelalters, dass es da solche demokratischen Dinge gab. Der Chor ist mit dem Singen fertig. Der Kantor sollte jetzt Zeit haben. Bist du bereit für die Kapitelversammlung, Bruder Philipp? Wenn du sonst noch etwas in Kingsbridge zu erledigen hast, tu es jetzt. Die Versammlung könnte lange dauern. Das war ein Wink des Soundpfahls der Entwickler, dass wir hier mögliche andere offene Quests oder andere Dinge jetzt noch erledigen sollten. Kann sein, dass gleich ein Schauplatzwechsel stattfindet. Aber das ist jetzt sehr Meta. Das ist fast schon Metaphysik. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Ist es eigentlich die Versammlung des ersten Kapitels des Buches? Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Selbstredend. Aber eine Sache muss ich zuvor noch ansprechen. Wir suchen immer noch denjenigen, der Cuthberts Schlüssel gestohlen hat. Weißt du, wer der Dieb ist? Puh. Also ihm wäre ich prinzipiell bereit, es zu verraten. Vielleicht kann ich ihn dann noch auf
auf meine Seite ziehen, aber andererseits, er trägt den Namen dann gewiss weiter zu dem Bruder Remigius und er wird furchtbare Strafen verhängen. Verstrafen, die ich persönlich oder Philipp sicher als unchristlich, weil zu grausam wahrnimmt. Andererseits, diese Novizen, die waren schon ganz schön frech, oder? Die haben sündhaft geredet, wir haben die mehrfach belauscht. Die wirken nicht so, als ob sie noch eingefangen werden konnten für den wahren Glauben, zumindest nicht durch Güte. Es war Bruder Markus. Ich hörte, wie er es einem anderen Novizen gestand. Bruder Markus. Schon wieder. Subprior Remigius wird ihn für sein Vergehen bestrafen. Jetzt lasst uns beginnen. Das war für mich persönlich eine moralische 50-50-Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, die Steam-Errungenschaft Petze wurde gerade für mich freigeschaltet, wurde eingeblendet. Peinlich, ganz schön peinlich. Und deshalb dürfen wir Prior James' Wunsch nicht Folge leisten. Die Priorei von Kingsbridge wäre ohne ihre Kontobücher verloren. Ich denke, wir verstehen alle den Grund für deine Besorgnis, Bruder Philipp. Aber bevor wir zu einem Beschluss kommen, wollen wir noch andere Stimmen hören. Ich möchte wissen, warum du die Weisheit von Prior James' Entscheidung in Frage stellst. Vielleicht hast du ihn nicht so gut gekannt wie wir, Philipp. Ich kann sagen, ich habe ihn gut gekannt. Wir alle hier kannten ihn. Und du? Über Tote sollte man nicht schlecht reden. Ich habe ihn gut gekannt. Und ich weiß, er würde mir zustimmen. Philipp, du gehst zu weit. Das werde ich dem Bischof erzählen. Ich verstehe kein einziges Wort. Wirklich, lasst ihn unglaublich. Bitte, hören wir, was er zu sagen hat. Lasst Philipp reden. Himmel. Lasst ihn sprechen, Brüder. Ich war auch uneinsichtig. Aber er hat mich überzeugt. Was bei dir nicht gerade einfach ist. Milius. Ich habe James viel zu verdanken. Er hat mir die Leitung von St. John in the Forest übertragen. Eine der blühendsten Zellen in ganz Shiring, wenn nicht gar in England. Das war also eine kluge Entscheidung. Insofern sollte aber man ihm doch eigentlich Vertrauen Wunsch schenken. War nicht klug? Nun habe ich recht. Worauf wartest du? Antworte mir! Es war unklug, auf das Eis zu gehen, ganz klar. Ist es klug, auf dünnem Eis zu wandeln? Oh, für wen hält er sich? Möge der Herr ihm vergeben, er weiß nicht, was er sagt. Nein. Philipp war sehr zögerlich, mit mir über den Zustand der Priorei zu sprechen. Gewöhnlich ist er in seinen Worten so umsichtig wie in seinen Taten. Ein Lob aus wichtigem Munde. Philipp hat uns eine Frage gestellt. War es klug, auf das Eis hinauszugehen? Gott wollte Prior James prüfen. Ich sage, der Teufel hat ihn getrieben. Zweifelt ihr etwa daran? Bezweifelst du das, Philipp? Sicher hast du eine Antwort darauf. Mit dem Teufel möchte ich nicht argumentieren. Ich weiß es, weil Prior James es mir anvertraut hat. Wenn der Herr James geprüft hat, so prüft er uns nun alle. Ich vertraue auf den Herrn, so wie James es getan hat. Und das solltet ihr alle tun. Er war fehlgeleitet, als er in jener Nacht auf das Eis hinausging. So wie er in seinem letzten Wunsch fehlgeleitet war. Von was oder wem auch immer. Vielleicht war es gar nicht der Teufel. Wir haben ihn nie gesehen. Die Novizen sind angehalten, in der Versammlung zu schweigen. Philipp ist ein guter Mann. Er war der Einzige, der gesagt hat, ich sollte ein Feuer haben. Aber hat er den Worten auch Taten folgen lassen? Ja, er hat mir einen heißen Stein gebracht. Das ist unser Philipp. Gute Taten werden vergolten. Aber warum erzählst du uns nicht, warum du wirklich hergekommen bist, um vor uns allen hier zu sprechen? Du bist nicht nur gekommen, um diese Bücher zu retten. Da steckt doch mehr dahinter, nicht wahr? Wir wollen die Wahrheit wissen.
Was sind deine wahren Absichten? Beides entspricht der Wahrheit. Ich bin nur hier, um der Priorei zu helfen. Der Priorei? Natürlich. Ich sage, es ist kein Zufall, dass er jetzt hier seine Stimme erhebt. Kurz nach James Hinscheiden und vor den Wahlen. Was willst du damit sagen, Bruder Remigius? Es geht ihm nicht um James. Es geht um ihn. Er will Prior werden. Nein, ich bin hergekommen, um mit James zu reden. Ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Oh, oh, Eigentor. Ich nominiere Philipp von Gwynedd als neuen Prior von Kingsbridge. Das ist allerdings nicht gut auf die Stimme. Ausgezeichnete Idee. Und was ist mit Remigius? Damit habe ich nicht gerechnet. Großartige Idee. Bruder Philipp, nimmst du die Kandidatur an? Das ist eine schwere Entscheidung. Danke für dein freundliches Angebot. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber ich bestehe darauf, euch zu helfen. Nein, das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Wir haben nicht viel Zeit. Die Abendmesse beginnt bald. Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Was ist mit St. John? Ich werde morgen dorthin reiten. Ich werde ihnen sagen, dass du ein paar Tage in Kingsbridge bleibst. Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Wenn die Botschaft sagt, was ich vermute, dann ja. Seine Notizen. Rivalität um den Thron. Was kann uns Francis mitteilen? Über den verstorbenen König Heinrich, die Kaiserin Mathilde und König Stefan. Unser neuer König Stefan wird nicht nur von unseren normannischen Oberherren, sondern auch von der Kirche unterstützt. Sein kleiner Bruder Heinrich ist Bischof von Winchester und einer der einflussreichsten Priester in ganz England. Er hat Stefan schwören lassen, der Kirche politische Macht einzuräumen, die unter Heinrichs Herrschaft fehlte. Es ist ein guter Tag für die Kirche und uns. Das Problem ist, dass mein Dienstherr, Francis Dienstherr, Graf Robert von Gloucester, einer der Bastarde des Königs ist. Er will seine Halbschwester Mathilde auf dem Thron sehen, der sich sicher ist, sie wurde während einer Regentschaft seinen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Im Namen von Kaiserin Mathilde haben er und seine Verbündeten eine Rebellion gegen König Stefan gegründet. Nicht mehr lange und es wird Krieg geben. So viel zu den politischen Hintergründen. Wo finden wir hier den Brief? Wo könnte er sein? In diesem Fass mit Dokumenten? Das wäre eine Möglichkeit. Die Schreibtafel können wir auch durchsuchen. Natürlich bei den Dokumenten selber. Und hier finden sich noch mehr Bücher, noch eine Schreibtafel, ein Foliant. Wollen wir da mal Ausschau halten? Was für ein Chaos. Francis, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Das war jetzt echt ein Glückstreffer, ganz im Ernst. In der Bibel? Die Offenbarung des Johannes. Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen. Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Das Lamm. Wovor hatte James Angst? War es dieser Brief? Nein, der Brief ist noch versiegelt. Brich das Siegel. Puh. 1135, am 18. Dezember, verfasst von oder an Robert von Gloucester oder von. Nennt mir einen Tag und wir werden bereit sein, für Kaiserin Mathilde Blut zu vergießen. Ich und meine Männer werden uns Stefan von Blois gegenüberstellen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn entbrennen lassen. Es ist Stefan, der ihn beschworen hat, an dem Tag,
als er König Heinrichs Tochter verriet. Nämlich Mathilde. Er verriet sie, als er den Thron an sich riss. Und somit sind auch alle schuldig, die ihm Loyalität geschworen haben. Das heißt, es geht um Bürgerkrieg. Bartholomäus, der Graf von Shiring, das heißt der Grafschaft, zu der auch Kingsbridge gehört, ist der Autor dieses Briefes, der gerichtet ist an Robert von Gloucester. Und er stellt sich ganz klar auf eine Partei, auf eine Seite, möchte sich einer Partei anschließen in diesem heraufziehenden Bürgerkrieg. Ja, das ist er. Du hast ihn gefunden. Der Graf von Shiring will einen Krieg anfangen? Ja, er tut sich mit meinem Herrn, Graf Robert von Gloucester, zusammen. Wer ist dieser König Stephan, der den Thron bestiegen hat? Ein Neffe König Heinrichs. Denkst du oft an den Tag, als unsere Eltern starben? Du weißt, dass ich nicht darüber reden will, Francis. Ich weiß, aber ich muss immer an sie denken. Und ich habe immer König Heinrich die Schuld an ihrem Tod gegeben. Die Kirche hat unter seiner Herrschaft ebenso gelitten wie wir in Wales. Philipp, du musst diesen Brief dem Bischof von Kingsbridge zeigen. Dem Bischof von Kingsbridge? Warum? Unser verstorbener König wollte Roms Einfluss in England vermindern. König Stephan dagegen hat geschworen, die Rechte der Kirche zu wahren. Und wir können ihm helfen, wenn du den Bischof bittest, Stephan zu beschützen. Puh. Du willst, dass der Bischof dem neuen König hilft? König Stephan? Ich will einen König, der die Kirche unterstützt. Ich will, dass diese dunklen Zeiten enden. Ich will den Grafen von Shiring daran hindern, einen Krieg anzuzetteln. Er könnte ganz England in Brand stecken. Mein Herr, der Graf von Gloucester, darf niemals wissen, was ich hier getan habe. Darum darfst du keinem sagen, wie oder wo du an diesen Brief gekommen bist. Hörst du? Erzähl niemanden von mir. Das sind gute Gründe. Das sind wirklich gute Gründe. Also, er ist, glaube ich, Philipp zwar ein Mann, der sich einerseits aus dem Weltlichen heraushalten möchte. Ich glaube nicht, dass ein Mann ist, der gerne politische Intrigen spinnt. Das würde hierfür sprechen. Dass wir uns weigern, zum Bischof zu gehen. Andererseits, er ist ja auch ein guter Wirtschafter, Philipp. Er hat die Abtei im Wald zu einem Musterbetrieb gemacht. Er beklagt sich darüber, wie es hier aussieht, in diesem steinernen, halb verfallenen Haus Gottes. Ich glaube, er ist auch einer, der für das ganz große Haus Gottes, nämlich all die Klöster und die Priorei und die anderen Gebäude und all die geistlichen und spirituellen Gebäude und die Kirche selbst in ganz England, bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und für sie einzustehen. Glaubst du wirklich, der Bischof kann etwas ausrichten? Sag ihm, du hättest den Brief durch Zufall gefunden. Und wenn er mir nicht glaubt? Was dann? Er wird dir glauben. Die Frage ist, wird er wirklich versuchen, den Grafen von Shiring aufzuhalten? Ich werde nach St. John reiten und den Mönchen sagen, dass du bis zur Wahl in Kingsbridge bleibst. Was, wenn der Graf von Shiring herausfindet, was ich getan habe? Was, wenn der Bischof es ihm erzählt? Philipp, beruhige dich. Er ist dein Bischof. Ich bin ein einfacher Mönch. Welches Recht habe ich, dem Bischof unter die Augen zu treten? Wer weiß, wie lange er noch ein einfacher Mönch ist, vielleicht ist er bald der Prior von Kingsbridge. Das sind die Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ganz schön viel, was sich hier ereignet hat. Und das war auch das Kapitel 1 hier. Wir akzeptieren und schauen mal in den Auftakt des zweiten von 7 Kapiteln hinein. Ein neuer Protagonist mitten im Wald. Ein kleiner Junge, hungrig, der sich etwas zu essen holen möchte und einen Schleuder besitzt. Links unten seht ihr es. Den werden wir jetzt allerdings leider, es tut mir herzlich leid, bei seiner Jagd nicht mehr begleiten, denn ich werde das Adventure und auch dieses erste Buch hier
oder diesen ersten Teil nicht komplett zeigen. Ich wollte euch einen ersten Einblick geben in das Spiel. Wollte euch auch mal zeigen, ob es euch womöglich so gut gefällt, dass ihr es euch zulegen wollt. Ich persönlich halte gar nichts davon, also solche, ob Rollenspiel, ob Adventure oder andere sehr storylastigen Geschichten von Anfang an durchzuspielen. Vielleicht bei einem Spiel wie XCOM, wo es einen Wiederspielwert gibt. Dadurch, dass es zwischendurch Gefechte und taktische Dinge gibt, die sich nie eins zu eins wiederholen, aber Let's Play, wo man eine Spielzeit auf Story vor allem basiert, von vorne bis hinten zu zeigen, das ist einfach nicht mein Ding. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, ob euch das Spiel gefällt, ob ihr es euch spielen wollt, und falls nicht und ihr habt das Buch noch nicht gelesen, die Romanvorlage, Die Säulen der Erde von Ken Follett, das kann ich echt euch echt wärmstens ans Herz legen. Das ist so wärmend wie der heiße Stein, den der alte Mann am Fluss bekommen hat. Ganz tolles Buch, habe ich einige Male schon gelesen. Gibt mittlerweile auch eine Fortsetzung, die ist nicht ganz so spannend, nicht ganz so gelungen, aber das ist ja oft so. Also falls ihr nicht nur gerne Computerspiele zockt, sondern auch des Lesens mächtig seid und gerne dicke Schinken lest, auch das wäre mein Tipp für euch. In der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube findet ihr übrigens Shoplinks auf dieses Spiel. Teilweise kann man sich dann auch bei dem Amazon-Shoplink zumindest weiterklicken, auch zum Roman, falls ihr euch Spiel und oder Buch holen wollt und vielleicht ein kleines Dankeschön zurücklassen wollt dafür, dass ich euch hier einen ersten Eindruck liefern konnte. Benutzt da vielleicht einen dieser Shoplinks. Es sind Affiliate-Links. Ich bekomme vom Händler dann eine kleine Provision für irgendetwas, egal was darüber eingekauft worden ist, ohne dass es für euch teurer geworden wäre. Ich hoffe, ihr hattet euer Vergnügen. Es geht bald weiter hier mit neuen Preview-Let's Plays. XCOM hatte ich eben erwähnt. War of the Chosen. Das große Add-on startet Mitte August bei mir mit einem dicken, fetten Preview-Let's Play. Jede Menge XCOM 2, Krieg der Auserwählten, War of the Chosen bei mir bei Writing Bull. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und bei anderen Videoreihen. Macht's gut. Ade, bis dann.